Hallo und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Okay. Ah, schon wieder Schneesturm der Hölle, Alter. Aufgabenplätze voll, ja. Sehr schön. Das reicht erstmal eine Weile. Wo ist der MUV? Der MVU, wo bist du? Innere Blut. Oh. Will. Dich müssen wir ausfliegen. Gut. Der hat innere Verletzungen, den müssen wir auf die Heilstation bringen. Gäste beschweren sich über. Ja. Okay, wo bist du, MVU? Was ist das Ding? Steckt er sich? Wo bist du? Ach, da. Er hat schwerwiegende Verletzung. Ah. Na denn. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Denn heilt die Leute. So ist der Schneesturm vorbei. Oh Mann. Die scheiß Schneesturm auf einmal. Bricht ja alles ein. Gibt's Kosten. Das gibt's doch nicht. Fossilien ansehen. Habt ihr schon was Neues mitgebracht? Oh ja, das rettet mir gerade so ein bisschen den Arsch. Schafft er beschäftigt. Ja, kann ich mir nicht leisten. Oh. Ja, einmal alles. Und das war's. Und wieder pleite. Düdüm. Oh, man kann es auch einfach. Na komm. Kann ich nicht. Oh. Gut, ist der nächste Sturm. Kann doch nicht wahr sein hier. Niemand, am allerwenigsten ich, mag kranke Saurier. Warum bekommt dieses Tier nicht die richtige Behandlung? Weil kein Geld? Blödmann. Ja, das war's. Können wir schon wieder laden.
Kann doch nicht wahr sein, echt nicht. Trauen die sich im Schnee nicht raus, die Leute? Gut. Na, bis hierhin. Okay, die kommen gleich wieder. Gut. Hier mit der Rangerstation. Wo ist der MVU? Es ist kalt, wissen wir. Dankeschön. Der ist kaputt? Okay. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Das gibt's doch nicht. Dass doch vollkommen immer gleich alles zusammenbricht, wenn ein bisschen Schnee da ist. Das ist für mich so ein Thema, das verstehe ich hier nicht. Ich will auch im Schnee rausgehen. Nasen. Ah, ich bin ängstlicher Besucher. Mm. Gut, Fossilien ansehen. Geht das jetzt auf einmal nicht? Was ist denn mit meinen Wissenschaftlern? Ja, danke, aber wo sind die ganzen Wissenschaftler? Behandlung. Ja, danke. Also will ich jetzt maßlos pleite gehen. Dankeschön. Bin ich nicht. Also will ich maßlos pleite gehen. Dankeschön. Kriege ich wieder einen Aufschwung oder? Kann doch nicht wahr sein. So.
dass es auch keine anderen Möglichkeiten gibt, hier an Geld zu kommen. So. Wir brauchen dich. Weil du hast ein schwerwiegendes Leiden, bevor es... Warum erkenne ich ihn nicht? Ist er. Da. Kommt. Gut. Ja, Schneesturm. Der kommt gleich noch ein Schneesturm. Und die ganzen Jammerlappen hier. Ja. Gut. Ja. Machen wir das so. Warten wir, bis die Expedition wieder da ist. Ich muss die Fossilien verkaufen. Dass noch ein dreckiger Sturm kommt, ey. Also, ich habe mich in einer Situation, wo ich neu starten muss. Wo ich nicht drum rumkomme. Ja, ohne Geld ist schwierig, Leute. Ja, mach ich noch. Gäste beschweren sich. Gäste sollen nicht mal einen Schal kaufen, dann können sie auch ein bisschen bei Schnee rausgehen. Ja, Krankheit ausgebrochen. Fossilien ansehen. Ja, ich brauche gerade die Fossilien, Leute. Gut, jetzt können wir den heilen. Fossilien auch gleich fertig, kriegen wir wieder Geld. Kalte Temperaturen. Danke. Gut. Ja. Produkt wird transportiert. Ja, danke. So, egal was ich mache, ich bin pleite. Dankeschön. Danke, Spiel. Und gucken wir mal. Erst Schnee, dann Sturm. Finde ich super. Nicht normal Fossilien verkaufen? Wo kann ich jetzt Fossilien verkaufen?
Okay. Was soll ich noch an Gebäude abreißen? Das ist nicht mehr viel. Kann ich dafür, dass sämtliche Bewertungen einfach im Arsch sind? Alle krank. Ja, herzlich willkommen. Lass sie mal los? Hält sie Saurier? Ja, Treibstoff wenig. Muss ich die Saurier wieder raus? Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, ich hoffe, es geht die Bewertung wieder hoch und man verdient wieder Geld. Alter. Produkttransport wird durchgeführt. Harnvergiftung. Ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Ja, toter Saurier, danke. Ja, wo ist denn der tote Saurier? Da. Okay, Leute. Ich spiele es immer neu. Weil, tja, mir blieb nichts anderes über. Also, jetzt müssen wir den Punkt hinspielen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. Hallo. Ja, ich bin jetzt wieder an dem Punkt, ungefähr, wo wir vorher waren. Ich habe eine halbe Krise bekommen. Oh, habe ich schon große Gebäude? Ja. Was mich echt gestört hat, war einfach, man konnte 6-mal dasselbe machen. Aber man hat 6 verschiedene Ergebnisse bekommen. Und das ist in meinen Augen schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Komme ich hier zwischen? Nein. Dann sind so kleinere Fehler aufgetaucht, wie, dass wenn man zum Beispiel Ranger-Station baut oder die MVU-Station, sind die Fahrzeuge nicht gespawnt. Und man konnte halt die Dinos nicht behandeln. Was denn schon sehr, 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 sehr schwierig war. Oder es kam halt unverhofft. Jetzt sagen, es kamen unverhofft Sachen dazu oder eine Verkettung von Sachen, die das Spiel einfach unmöglich gemacht haben. Und ich hoffe, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich relativ stabil bin, was das angeht. Und das war schon... Wie soll ich jetzt sagen? Also das war schon nervig. Wenn man, ja, man hat ja einen bestimmten Anfang, den man machen muss. Und es war schon echt hart. Wenn man noch nicht mal den Anfang schafft, weil irgendwelche Ereignisse kommen, dass es im Moment gerade schneit. Eine Minute später fängt es an zu stürmen. Kommt ein fetter Sturm auf einen zu.
Und wo ich mir denke, nee, das muss jetzt nicht sein. Und das fand ich dann schon sehr schwer. Ich habe insgesamt, kann ich ja gleich mal zeigen, immer wieder zwischengespeichert. Und selbst bei dem Zwischenspeichern und wir laden, hatte man immer andere Ergebnisse. Wo man nichts gemacht hat, man hat geladen, kurz gewartet, was gebaut, was gerade in dem Moment nötig war. Man hatte wieder ein anderes Ergebnis. Wo ich mir denn sage, nein, das funktioniert so nicht. Was haben wir denn eigentlich für Fossilien? Ach, stimmt, den. Den wollte ich ja haben. Kann ich noch irgendwas? Können wir mit reinschmeißen. Und dich. Das finde ich macht das Spiel sehr unberechenbar und das ist das Schwere daran. Ich hoffe, das wird vielleicht noch in Zukunft gepatcht, dass man, wenn man wirklich 6-mal genau das gleiche macht, auch das gleiche passiert. Dass jetzt Wettereinflüsse kommen, ist okay. Keine Frage. Aber dass dann auf einmal auch die Bewertung auf einmal wegbrechen, obwohl sich nichts geändert hat. Außer, dass man ein Personalgebäude für seine Leute gebaut hat. Das wäre auch noch schön, wenn man dann das einsehen könnte, dass irgendwas anders ist. Das wäre eine coole Nummer. Ein klein wenig berechenbarer machen das Spiel. Oder eher gesagt nachvollziehbarer. So, und dann ziehen wir jetzt hier noch eine Straße rüber. Und was ich mitbekommen habe, ja. Nach langem Probieren. Man sollte dringend ein Kraftwerk haben. Das macht Sinn. So, was haben wir denn? Was ist 114? An Anziehungskraft. Das funktioniert. Ja, ich könnte noch ein Hotel gebrauchen. Gut. Wo können wir noch ein Hotel hinsetzen? Ich würde gerne hier ein Hotel hinsetzen. Aber ich glaube, das funktioniert hier nicht. Ja, dann bauen wir halt. Dann bauen wir noch ein Käfig. Können wir noch was Sinnvolles erforschen? Forschung ansehen. Was haben wir hier? Grundlegend gebaute. Eos-Reptilien, okay. Städten-Upgrade. Und was auch noch gut kommt, sind immer diese Kosten-Upgrades. Oh. Okay. Aber wir bauen ja schon mal das. Das Gehege. Zaun. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Ich habe wieder viel Geld ausgegeben. Das kann das Spiel nämlich auch immer sehr gut. Eins. Zwei. Drei. Schräg. Dann können wir auch gleich ganz eh nichts mehr hinbauen. Und ersetzen. Ah, es kommt wieder Geld rein. Kann man hier wieder ein Hotel hinsetzen? Oder zwei? Meine Erfahrungen sind auch, zu viele Hotels sind auch scheiße. Komischerweise. Gut. Denn brauchen wir hier dringend das. Noch eine neue Kuckstation. Den Turm könnte ich noch gebrauchen. Hallo, was haben wir denn hier? Anlagenmanager. Ähm.
Beobachtungsgalerie. Kann ich nicht, habe ich schon. Boah. Warte, bis der Manager. Das ist. Oha. So, gut. Ein großes Hotel. Kann ich schon eins bauen? Nee, das muss ich noch erforschen. Ja, dann kann ich gerade mir nicht leisten. Machen wir das anders. Hier werde ich denn auch noch Restaurants hinsetzen. Ja. Ist auch immer so, dass man das nicht richtig abschätzen kann mit den Wegen. Messen wir diesen Weg wieder ab. Nicht genug Geld. Boah, genau das meine ich. Sind sie jetzt gefährlich für den... Kein Strom? Wieso, wir haben keinen Strom? Okay. Ja, dann deaktivieren wir das einfach hier. Denn jetzt? Nötig Statusprüfung. Boah, das ist jetzt wieder so ein Thema. Genau das meine ich. Stehst nicht ganz. Hä? Okay. Das ist das, was ich immer nicht ganz so verstehe. Genauso, was ich jetzt hatte, den Brachiosaurus. Ich hab das, er hat erst ein halbes Gehege, ne? Das Noten dran gesetzt. Ist ja auch nicht das Problem. Erst war alles gut und auf einmal fängt er an, das hier alles anzugreifen. Aus heiterem Himmel. Das verstehe ich denn immer nicht. Das ist für mich dann auch immer ein bisschen undurchsichtig. Kann ich nicht reparieren. Danke. Garantiert fangen die jetzt an, wieder durchzudrehen. Hier eine große Nuss hat 81 Komfort. Ja, ich muss euch prüfen, das weiß ich. Aber leider können meine Ranger-Fahrzeuge nicht durch Wald fahren. Gut, gleich bin ich wieder pleite. Prozent. Kein Mensch weiß, warum sie durchdrehen. Na, steigen die Einnahmen wieder? Na komm. Ja. Hat man so hin und wieder in dem Spiel. Unerklärliche Sachen. Jetzt willst du mal keinen Strom haben, das ist ja nicht das Problem. Ich brauche aber Geld, um das zu ändern. Definitiv. Wäre eine Nummer, wäre eine coole Nummer. Aber das ohne Geld hier so. Erinnern Sie es? 100%, er hat alles. Hat zwei Tiere, hat 100%. Das ist, ja, 80%, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt sieht es meistens sowieso noch hier hinten auf. Das ist das, wo ich immer sage, ja, schwierig.
Was das Spiel auch so eigentlich nur unnötig in die Länge zieht. Ja, okay, man will ja nicht nur meckern, ne? Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Mehr berechenbar machen. So. Genau, von 48. Warum das genau kommt, keine Ahnung, kann mir keiner sagen, sind normale Schwankungen. Auf jeden Fall weiß ich, die Besucher, die mögen definitiv keinen Schnee. Die frieren immer ganz dolle. Und wenn die Wege zu hart sind, hauen die auch irgendwann ab. Also muss man so eine gepolsterten Wege machen, damit sie nicht ganz so Mimimi hier sind. Sind ja alles so gehobene Klasse. Okay, wurden ja auch schon beim Spielen hier genug gefressen, ne? Na? Ist noch Geld? Ich würde gerne was weiterbauen. Das wäre sehr cool. Merkt er was? Genau das ist der Punkt, wo ich dann sage, ich krieg gerade wieder Plus, ich krieg gerade Geld, aber er bricht es ab. Ich verstehe es nicht. Ja, man sieht ja schön, wie lange ich versucht habe, bis hierhin zu spielen. Gut, also müssen wir das Geld erstmal aufheben und in Ruhe das bauen. Okay, ich hab's verstanden. So, hier brauche ich ein Hotel. Gut. Dann machen wir das anders. Dann fangen wir gleich hiermit an. Ja, Gäste beschweren sich. Ich muss das gewinnen. Ich muss Gewinn maximieren. Bei. Weg. Dann wieder gerade gehen. So. Ja, da will man wieder einen neuen Abschnitt machen. Sich weiter optimieren, aber es funktioniert nicht. Gut, dann schicken wir gleich mal die Ranger los, da wir jetzt ungefähr wissen, was passiert. Und auch das, dass ich nicht alles anvisieren kann. Merkt ihr? Hä? Hallo? Ich möchte dich reparieren. Du bist defekt. Danke. Das geht einfach nicht, das Reparieren. Hä? Ihr seht es selber. Ich bin auf Aufgabe zuteilen. Und es geht nicht. So, Beobachtungsgalerie. Jetzt kommt wieder der Manager. Die Mille nehme ich doch gerne mit. Ah, Publicity ist nicht ganz so wild. Das ist jetzt noch nicht, da ich sehr gut bin. Was sowas angeht, also was die Publicity momentan angeht, schaffe ich das zu verkraften. Ja, machen wir gleich. Erstmal geht gleich wieder irgendwas in die Brüche. Gut. Dann hauen wir jetzt hier noch zwei Hotels hin. Wenn es passt. Ja, ist jetzt gerade wichtig für Geld. Ja, Strom kommt gleich. Strom kommt doch gleich, Leute. Zack. So.
Ein Umspannwerk. Dann bauen wir aber die Restaurants hier hin. Und Schutzraum und Toilette. Das machen wir am besten gleich. Ja. Eins. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt hier ein Burger-Restaurant. Würde aber mehr auf Donuts habe ich schon. Nee. Billige Burger. Ja, Fingerfood geht immer. Das brauche ich. Da hoch. Und jetzt müssen wir noch die Abenteuertouristen ein bisschen hoch pushen. Perfekt. Und nochmal. Haben wir noch einen? Ja. Sehr schön. Wie viel kann mein Kraftwerk noch? Ich brauche noch ein Kraftwerk. Ich brauche noch unbedingt ein Kraftwerk. Kraftwerke sind auch teuer. Na? Bricht mir hier der ganze Stromkreis zusammen. Ja. Dann können wir ja schon mal forschen. Fossilien. Ja. Genau. Ein klein wenig verwirrt, wie immer. Okay. Kann ich noch was mit zwei reinnehmen? Das hier. Immer versuchen voll zu machen, damit sich das lohnt. Ja, haben wir jetzt, ja, hier hinten ist alles ohne Strom. Da dürfen die Dinos nur nicht mitbekommen. Na? Sonst wird's schwierig. Wenn die hier spitz kriegen, die sind nämlich gar nicht doof. Wenn die hier spitz kriegen, die hauen nicht die, ohne die Zäune ratzfatz kaputt. Ja, ich hatte es ja auch schon in einem Spielstand probiert, punktuell die Zäune zu machen. Nee, die fangen die an zu meiden und gehen auf die anderen. Ja, ich brauche erstmal Strom. Vorher wollte ich nicht bauen. Oh, jetzt haben wir wieder Strom, war im Netz. So, mittelgroß. Wir brauchen einmal mittelgroß Einrichtung einkaufen. Gehen wir hin. Gut. Andere. Jetzt gibt es erstmal noch Getränke. Alles drei ist halt mega wichtig. Milchkaffees. Okay. Fotokabine. Genau. Und mittelgroß. Ich hoffe, in den anderen Szenarien behält man das. Ja, setzen wir ein Stück nach hinten. Und hier kommt Einkaufen. Jawohl. Einmal ändern. Konfigurieren. Abendkleidung? Dann nehmen wir Abendkleidung. Nee. Was zieht am meisten? Fischtiere. Aber Abendkleidung bockt gerade. Aquarium. Eigentlich macht man immer das gleiche nachher. Alter, zieht. Weg nicht verbunden. Jo. Machen wir gleich. Von zwei, aber die Leute wollen ja definitiv noch einen Schutzraum haben.
Die müssen wir hier noch irgendwo hinsetzen. Und eine Toilette. Den brauche ich noch gleich noch einschalten. Erstmal kommt ein neuer Dino. Das ist auf jeden Fall. Komme ich hier hinten hin? Ja. Ah, versperrt. Ich speichere jetzt nochmal ab und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.